Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben in Niedersachsen und in Deutschland weiterhin steigende Infektionszahlen und die Entwicklungen sind bedenklich und sie zwingen uns zu beherztem Handeln. Ob diese Maßnahmen, die wir bislang ergriffen haben, tatsächlich wirken werden, ob wir 75% der Kontakte entsprechend reduzieren können, ist derzeit völlig offen. Nächste Woche wird es hierzu eine Runde mit den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin geben, um das zu bewerten. Der Lockdown-Light trifft dennoch auch schon jetzt einige Gruppen besonders hart. Und es ist deswegen entscheidend, dass wir bei all den Maßnahmen, die wir auch künftig an Verschärfungen treffen, alle im Blick behalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bei dem Lockdown im Frühjahr durchaus viele Erfahrungen gesammelt. Ja, für die Corona-Krise gibt es keine Blaupause, aber nein, wir sind mittlerweile nicht mehr so ahnungslos, wie wir es noch im Frühjahr waren. Und unabhängig von steigenden Zahlen wissen wir, dass es schon jetzt Maßnahmen gibt, die wir aus dem Frühjahr mitnehmen konnten. Und deswegen beantragen wir hier und heute, die Corona-Verordnung an einigen Stellen zu ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es geht am Ende um Akzeptanz und die Einhaltung der Maßnahmen. Und wenn wir diese einfordern, dann müssen wir auch zeigen, dass wir zuhören, dass wir lernen und dass wir uns weiterentwickeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das fordern wir heute hier ein. Und uns geht es dabei nicht darum, Lockerungsweltmeister zu werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist mitnichten der Fall. Uns geht es darum, die Gesamtsituation in den Blick zu nehmen und entsprechend an vielen Stellschrauben zu drehen. Der letzte Lockdown, das wissen wir noch, hat besonders Alleinstehende, aber auch Familien sehr hart getroffen. Und deswegen setzen wir hier einen Fokus. Wir wollen, dass gerade die Außenflächen, die in den Städten rar gesät sind, nicht noch weiter künstlich verknappt werden. Und deswegen fordern wir die Öffnung von Tierparks, Zoos, aber auch Außengeländen von Freilichtmuseen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da wäre Niedersachsen auch nicht alleine. Es ist entsprechend auch nicht unverantwortlich, so zu handeln, sondern wichtig, weil wir doch gerade wollen, dass Menschen sich in dieser Zeit draußen aufhalten. Bibliotheken, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind Bildungseinrichtungen und deswegen gehören sie zum Ausleihen von Büchern geöffnet. Es macht doch gar keinen Sinn, dass ein Kind, wenn es das Geld hat, in den Buchladen geht und sich ein Buch aussucht, aber in die Bibliothek nicht gehen darf. Hier fordern wir eine Anpassung. Alleinstehende, liebe Kolleginnen und Kollegen, trifft der Lockdown hart. Die Begrenzung von zwei Haushalten mutet absurd an, wenn wir davon reden, dass nur zwei Leute sich dann miteinander treffen sollen. Hier fordern wir eine Konkretisierung. Wir wissen doch schon längst, dass Alleinstehende sich nicht nur mit einer Person treffen. Warum wollen wir dann nicht auch in der Verordnung berücksichtigen, dass sie sich mit drei oder vier Leuten treffen können? Dem Infektionsschutz wird es an dieser Stelle nicht schaden. Unsere Gesundheitsämter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind massiv überlastet und das führt auch zu einer hohen Unsicherheit an Schulen. Wir haben gestern einen Beitrag bei NDR gesehen. 79 Schulen alleine in der Region Hannover warten derzeit auf die Maßnahmen des Gesundheitsamtes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen hier Planungssicherheit. Wir brauchen nicht nur für die Inzidenz 50 und 100 Regularien des Kultusministeriums. Nein, wir brauchen für jeden regionalen Fall eine Schilderung, was passiert bei 50 zu 100.000, was passiert bei 100 zu 100.000, was passiert bei 150 zu 100.000. Und die Schulleitungen müssen morgens doch die Zeitung aufschlagen, ihre Situation an der Schule betrachten und eigenständig entscheiden können, was das für die Schule heißt. Wir können hier nicht länger auf die Gesundheitsämter warten. Die Gesundheitsämter müssen wir entlasten und den Schulen, Eltern und Schülern müssen wir Planungssicherheit geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch bei den Schülerverkehren müssen wir konsequent handeln. Es ist doch absurd, dass wir ein Kohortenprinzip haben, was wir in Schulbussen und Bahnen dann unterlaufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier muss das Land Verantwortung übernehmen und klare Vorgaben für die Schülerverkehre machen. Wie die Kommunen das erreichen, das kann ja regional unterschiedlich sein. Einige werden Reisebusse anmieten, andere werden die Schulanfangszeiten verändern. Aber das Land muss die Kommunen unterstützen, klare Regeln und auch Geld geben, damit die Kommunen hier handlungsfähig werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kreativwirtschaft, wir haben hier öfter darüber geredet, Solo-Selbstständige, Gastronomie sind besonders von den Maßnahmen getroffen. Es trifft sie besonders hart und es wird absehbar hier keine Besserung geben. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir Planungssicherheit über den November hinaus brauchen und wir müssen Ihnen jetzt die Zusage geben, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Und die Hilfen müssen ankommen. Das, was wir derzeit im Bund erleben, ist leider eine Schlagzeilenpolitik, die nicht bei den Betroffenen ankommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da müssen wir als Niedersachsen die Landesregierung auffordern, Druck zu machen, damit die Hilfen vom Bund im November kein Rohrkrepierer werden. Sie sind derzeit praxisfern, bürokratisch, langsam. Und Alarmstufe Rot hat heute rausgegeben, 88% werden noch nicht mal von den Hilfen profitieren, die aus der Veranstaltungswirtschaft kommen. Wie absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Hilfe für die Veranstaltungswirtschaft ankündigen und dann nur 10% davon profitieren. Also machen Sie mit uns gemeinsam an dieser Stelle Druck und sagen Sie zu, selbst zu handeln, wenn der Bund an dieser Stelle nicht liefert. Andere Bundesländer, wir haben heute schon über Baden-Württemberg, machen vor, wie das gehen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die niedersächsischen Schlachthöfe sind regelmäßig Corona-Hotspots. Und auch davor dürfen wir nicht die Augen verschließen. Frau Kollegin Staute sagt Ihnen seit März, dass wir hier dringend handeln müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es passiert viel zu wenig. Ich sage Ihnen deutlich, statt Arbeitsquarantäne sollten Sie eine Pflicht zur Einzelunterbringung auf den Weg bringen und Infektionsschutz in den Schlachthöfen größer schreiben. Und ich möchte Sie als CDU auch noch einmal auffordern, endlich Druck zu machen, damit das Arbeitsschutzkontrollgesetz im Bund auch zum Januar kommt. Setzen Sie sich dafür ein, dass Ihre Kollegen im Bundestag noch im November dieses Gesetz abstimmen und auf den Weg bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen hier nicht länger die Augen verschließen. Diese Missstände sind lange bekannt. Ein Rahmen unserer Anträge bildet ein Gesetz zur Verbandsbeteiligung. Liebe Kollegen, Sie sprechen viel mit Verbänden und wir natürlich auch. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin wirklich irritiert, dass es immer noch nicht geklappt hat, dass Sie Verbände und Praktikerinnen und Praktiker bei der Erstellung der Verordnungen konsequent beteiligen. Das ist wirklich unglaublich, denn das führt am Ende dazu, dass die Verordnungen und auch die Fördermaßnahmen haarscharf an der Realität vorbei sind. Und genau das darf für die Akzeptanz dieser Maßnahmen nicht mehr länger passieren. Deswegen bringen wir heute ein Gesetz ein, das Sie auffordert, bei Maßnahmen zum Infektionsschutzgesetz des Bundes Verbände und PraktikerInnen konsequent zu beteiligen und einen Pandemierat einzurichten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, die Corona-Pandemie wird uns länger begleiten und sie hat medizinische Auswirkungen, sie hat aber genauso gesellschaftliche Auswirkungen. Und wir brauchen einen Ort, an dem das miteinander verhandelt und diskutiert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir räumen auch ein, es gibt Themen, die bedürfen einer längeren Debatte und deswegen haben wir sie nicht zur sofortigen Abstimmung eingebracht. Beispielsweise der Sport für Kinder und Jugendliche. In anderen Ländern ist er erlaubt und wir finden es absurd, dass es noch nicht mal möglich ist, individuell im Verein weiter mit Kolleginnen und Kollegen unter Einhaltung des Abstandes zu diskutieren. Wir gestehen aber zu, dass man das auch tiefer diskutieren muss. Und deswegen haben wir jetzt und heute Dinge auf den Weg gebracht, die wir heute beschließen können, um die Corona-Verordnung an dieser Stelle zu verbessern. Diese Anträge ersetzen weder die Vorsorge, noch dass wir die Zukunft gestalten müssen, noch dass wir verpflichtet sind, eine gesetzliche Grundlage zu liefern. Aber sie sind eine Möglichkeit, hier und heute auf das zu hören, was wir seit Monaten aus der Bevölkerung gespiegelt bekommen. Wir beantragen deswegen für unsere Entschließungsanträge auch sofortige Abstimmung. Vielen Dank.